Aber hey, Unbelegungen kann man ignorieren oder auch nicht. Letzter sein. Vielleicht töten sie ja einen, dann will ich doch nur Sippe. Zwecks Outgame, das ist ja extra den Driften wieder, aber scheint es ja auch nicht so wirklich zu geben. Oder wenn, dann könnte ich es mir eh nicht leisten. Gibt's einen Speedrun von dem Spiel? Was macht ihr da? Ich bin noch vorbei. Ach nein, jetzt nochmal zwei Raketen für den Rückwärtsgang verblasen. Hey, kosten ja nur 500 das Stück. Nur bekommt er so viel Geld? Nein, kommt nicht. Gut, wenn du vielleicht jedes Mal Erster bist. Ja, ja, danke. Darf ich? Danke. Danke. Hallo, drehst du dich mal? Ich steck fest, ich kann nichts tun. Ah, jetzt, okay. Alles gut. Alles gut. Jetzt hau doch einfach mal ab und lass mich in Ruhe, ihr Pisser. Mich die ganze Zeit rammen? Was soll denn der Dreck? Zum Glück gibt es keine Reifenabnutzung. So wie die ganze Zeit hier quietschen, werde ich glaube ich extrem. Aber warum nicht? Kann ich mir noch alle zwei Minuten neue Reifen kaufen. Oh, die haben sich da mal wieder. Nein! Kalumpuliert. Verpiss dich. Dieser Arschgesicht. Oh, was für ein Kack-Rennspiel, ey. Ist ja hier ein gutes Rennspiel wählen können, wie keine Ahnung, was weiß ich. Test Drive Unlimited 1. Oder was weiß ich, Gran Turismo wenigstens. Nein, nein! So, jetzt muss ich ganz viele Raketen durchjagen, damit ich umdrehen kann. Kosten jetzt zum Glück nichts. Oh, toll. Ist ja echt Lust, ein gutes Rennspiel zu spielen. Das nächste Mal zahlst du viel, viel mehr, wenn du irgendwas haben willst. Gib mir mal eine Liste von Spielen, die du sehen willst, damit ich diese Spiele nie spielen werde. Das nächste Mal zahlst du mir irgendwie, was weiß ich, die 250 Euro darf ich gerade auch mal in der Rundenschlüssel, sonst spiele ich gar nichts mehr für dich. Wir brauchen Steuerungsdienste, damit man es nochmal steuern kann. Aber das DLC will sich niemand kaufen, weil warum auch? Nein, nein, nein! Ach! Ja, ist ja auch egal. Wieso schieße ich jetzt keine Raketen? Was stinkt hier? Ja, 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 ja. Für den Fall, dass man versehentlich was verkauft. Versehentlich kaufen kann natürlich nicht passieren. Alter, Moment. Ich kann die Strecken, die nicht mit Steuerung bespringen, warum mit Enter? Wieso nicht?
Brauchen wir alle Driftreifen, Alter. Nicht mal ein richtiger Looping, das ist einfach nur eine Drehung. Ich meine, einen richtigen Looping hat das Spiel. Vielleicht geht es ja besser, wenn ich einfach ganz auf die Richtung denke. Hm. Also wirklich. Nein! Nein! Ach nein, ich will noch mal. Warum wollte denn auch einen Einzelnen verkaufen? Vielleicht auch, wenn man den Minenwerfer verkaufen kann. Reicht doch völlig aus. Auf Test. Ich glaube, wir testen, ob Tesla Unlimited vielleicht inzwischen mein Gamepad mal anerkennt. Wäre irgendwie geil. Wahrscheinlich nicht. Leifuß dann noch dran. Ist das ein Spiel oder einfach nur eine Aussage, dass ich zu viel Gas gebe oder? Sehe nix. Auch teilweise gar nichts dagegen machen, das fährst dann einfach dann. Du hast gelenkt, also fährst du auf die andere Seite der Karte, der Straße, der Strecke, der Straße. Die KI will mich auf jeden Fall verlieren sehen. Oh, da ist einer tot. Sehr schön. Ich bin sehr dafür, kann ich schon nicht verlieren. Leifuß-Fahren ist ein Spiel, ja. Okay. Es sind sogar zwei Toten. Ich sehe mich gerade nicht. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Ich bin der. Na geil. Ja, ich komme mich nochmal raus. Hey, geil. Und da ist es vorbei. Na gut, es sind zwei Tote, also werde ich nicht letzter soll. Bringen diese Punkte eigentlich irgendwas, außer da zu sein? Nach jeder Runde. Nein. Den Highscore, ja. Aha. Und der Mist. Ich muss nachher, glaube ich, erstmal ein gutes Rennspiel spielen. Hat Nintendo nicht vor kurzem irgendwie angekündigt, dass sie das Projekt da, das YouTube-Ding da, Nintendo Partner, wie auch immer das hieß, einstellen und man dann halt problemlos wieder hochladen kann oder so. Weiß ich, aber wenn ich halt bei F-Zero mit jenseits der Schallgeschwindigkeit eine bessere Steuerung habe als hier in den Autos, dann weiß ich doch, was das bessere Spiel ist. Zu meiner Preisvergabe. Auf in die Welt deiner Träume. Ah.
Gut, ich brauche eine Zahl. Ich brauche einen Schnaps. Zahl, ihr Pfeifen. Sonst muss ich ja noch 2 Stunden sitzen und nur dieses Fenster anstarren. Das wird schrecklich. Ich krieg schon wieder eine Mine, hey. Wie wollte es auch ein gutes Rennspiel. Ich glaube euch das jetzt einfach mal nicht. Ihr lügt mich jetzt gerade nur an. Ihr wollt nur, dass ich irgendwelche Kackspiele spiele. Aber darauf falle ich nicht rein. So. So, jetzt mal hier. Nein! Steh ich doch. Eduardo ist ein bisschen langsam. Ist alles schon vorbei. Ich glaube, ziemlich jedes Rennspiel ist besser als dieses Ding. Aber für Bleifuß hat Delfino leider nicht bezahlt. Und das nächste, was ich für Delfino spielen soll, wird teuer. Was auch immer es ist. Ist mir auch egal, wenn das Spiel gut ist. Jetzt fahr doch mal in meine Minen, Mensch. Stell mich nicht so an. Ich fast in meine Linie gefahren. Das wäre natürlich nicht so gut. Das wäre gar nicht gut, wäre das. Gar nicht mal so gut. Aha, auf der Stelle kann ich nicht sehen. Ja, nee. Viele darf nichts mehr empfehlen auf meinem Kanal. Darf nur noch die Schnauze halten. Froh sein, dass er nicht gebannt wird. Breakfast, das ist wahrscheinlich alles kompletter Schrott, was ihr jetzt empfiehlt. Spiel das mal, das ist voll lustig. Für uns, nicht für dich. Du kannst jetzt sterben. Ja. Ach Gott. Kann irgendwas Gutes spielen. Kann ich nicht Lotus für den Amiga spielen? Selbst das ist besser. Das ist stellenweise grauen. Wieso bin ich nur Zweiter? Ich wollte gerade sagen. Vermisst doch gar keiner. Wieso ist denn die Kiste doch keine Gefahr? Ich bin umgedreht. Bei mir fing das Team an zu lecken. Ich weiß nicht, wie weit ich zurück bin. Liegt scheinbar nicht an mir. Also ich habe keine verworfenen Frames. Ich habe grünes Licht. Ich habe 9 ausgelassene Frames von irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, ich knie dann mit 20 immer wieder mit dem Stream. Wer ist denn Statistin und du siehst es? Was? Bist du jetzt auf mich oder mit Eduardo? Ich hoffe mit Eduardo. Ich habe meine Statistiken nämlich offen. Und die sehen gut aus. Ist der Stream seit 20 Minuten vorbei. Ja, Stream? Ich stream doch nicht Dienstag, hä? Was redest du? Ich habe am Wochenende gestreamt. Ja, ich weiß nicht, wie du auf unserem Dienst. Aber ja, das Stream hat gehandelt. Also ich habe auf jeden Fall keine verworfenen Frames. Und ist auch grün mein Licht und alles. Gut, ich kann gerade nicht genau nachschauen, weil ich muss hier gerade dieses wunderschöne Spiel spielen. Vielleicht können wir mit der Kopierung nicht hinterher. Vielleicht hat YouTube keinen Bock mehr auf dieses Spiel und denkt sich, komm,
machen wir mal Feierabend. Das reicht. Das reicht. Da hast du völlig recht. Vielleicht ist die Grafik einfach zu viel für YouTube. Ich meine, es ist hier immer schon hin, schon High-End. Ich guck mal kurz, was sagen meine Statistiken? Nee, ich habe hier mal 1337 Frames übersprungen. Gut, jetzt muss ich nur noch Erster werden. Nur noch. Als ob. Als ob. Und da geht er in Führung. Da geht er gnadenlos in Führung. Ich habe keine. Ich habe niedrige Latenz. Also dieses mittlere Ding. Ich habe mittlere Latenz. Auch wenn es das nicht gibt. Es gibt nur normal, low und Echtzeit oder so ähnlich. Gott, Looping, ich hasse dich. Nein, es ist ja nicht mal ein richtiger Looping. Und jetzt habe ich gerade Bildfehler. Warum habe ich jetzt gerade Bildfehler gehabt? Feierabend, wie das duftet. Ja, low hast du, ja. Soll das, oder? Kannst du mit dem Zoom ab und zu nachhängen, okay. Ja, ich könnte es auch auf normal machen, aber das normal ist halt kacke, weil. Dann lese ich mal so eine halbe Stunde später und habe jetzt schon keine Ahnung, warum das immer geht, wenn ihr irgendwas schreibt. Ob das jetzt eine Antwort auf die Frage ist oder einfach nur ein Kommentar oder eine Frage oder ein Verb, keine Ahnung. Wenn ich das jetzt noch auf normale Stelle, dann weiß ich gar nicht, worum es geht. Nicht, dass es jetzt viel anders wäre. Seltsam, komm. Lass mal weg. So. Letzte Runde. Ich bin irgendwie immer noch im Rennen. Jetzt werde ich mich gleich irgendwie drehen und dann ist es vorbei. Ich möchte mal gerade ausfahren. Das ist angenehmer als in der Kurve. So. Ich bin mal einfach irgendwie so minimal länger und plötzlich rüberklatscht. Nicht so kusch. Nein, 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 nein! Oh, war doch ganz einfach. Sag's mir jetzt bitte, dass es reicht, sonst muss ich leider schreien. Es hat gereicht. Schnell speichern, bevor das Spiel sich anders überlegt. Mondbasis, Strecke 4. Seht ihr, ist doch ganz einfach. So. Du hast mal ein neues Schutzschild. Repariershop. Gibt es neue Autos? Nein. So, Treibstoff, Fluxmetall, flüssiges Uran, flüssiges Nitro, Swift Exit, flüssiges Nitro, Gurkumole, Swift Diesel, flüssiges Nitro, Kudung. Das sieht doch nach einem ordentlichen Auto aus. Fluxmetall, Eistee mit Milch, flüssiges Uran und ja. Kann ich mir alle nicht leisten. Was kosten die? 30.000? Ja. Was? Ach ja, richtig. Ach nee, Moment, darf ich jetzt nicht kaufen. Das ist wieder Geldverschwendung. Aber wir können nochmal speichern. Und zwar habe ich ja jetzt den Käfig gekauft. Käfig, das Schutzschild.
wie WBT. Das ist die Realität, nur ein ganz klein wenig anders, mit sehr viel mehr Gewalt. Und Sie möchten bestimmt auch wissen, warum Lana so springt. Ich möchte das selbst auch gern wissen. Nun, ich erprobe gerade das Ablegen der Schwerkraft-Lan. Meines Erachtens sollst du etwas anderes ablegen, Andrea. Und apropos ausziehen, wogegen ich persönlich schon seit langem bin. Auf zum Start der nächsten Megara Race 2 Rennstrecke, gesponsert von unseren Freunden von Boot den Delfinen. Wenn wir jetzt glauben, diese simulierte Mondbasis habe doch überhaupt nichts mit nackten Frauen zu tun, dann haben Sie recht. Wenn es Venus wäre, würde ich von der Liebesgöttin und ihren verführerischen Reizen sprechen, aber das würde sie zu sehr erregen. Das hier ist Mondbasis 9, wo man sich der Schwerkraft nicht widersetzen kann. Stimmt's, Marlene? Nicht ganz, Lance. Wissen Sie, VWBT hat erfahren, nicht doch, Lance, VWBT hat erfahren, dass die Schwerkraft hier nicht ausreicht und fand das natürlich völlig unmöglich. Nachher, Lance, deshalb legen Sie einfach ein paar Gs drauf. Ein paar Gs drauf? Du bringst mich ganz durcheinander, Lorraine. Ich hebe gleich ab. Kleiner Schatz, Leute. Beverly und ich sind gute Freunde, aber sie fliegt raus. Unser Entsorger wird's nicht gerade leicht haben auf der Mondrennstrecke. Vielleicht endet's mit einem Krater anstelle seiner Fresse. Da